bekommst jetzt die Möglichkeit, einfach dir mal Zeit zu nehmen und zu entspannen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es oft sehr stressig. Manche von uns haben auch wenig Energie noch, weil das Jahr sehr anstrengend war. Das Jahr geht sein Ende zu und jetzt werden nochmal die letzten Reserven aktiviert, um das alles zu bewältigen. Du bekommst jetzt die Möglichkeit, dir mal eine kleine Auszeit zu nehmen und dich wieder aufzutanken. Suche dir einen Platz, an dem du nicht gestört wirst und mach es dir bequem. Beobachte deinen Atem, denn dein Atem kann dir helfen, in die Ruhe zu kommen. Wenn du einatmest und wieder ausatmest, spürst du, dass du damit auch Anspannung ausatmen kannst. All das, was dich belastet, darfst du jetzt ausatmen. Und wenn du wieder einatmest, darfst du mit neuer, frischer Energie deinen Körper auffüllen. Einatmen und ausatmen und alles loslassen. All das, was dir Stress gemacht hat, all das darfst du hinausatmen. Darf losgelassen werden. Das darfst du jetzt hinter dir lassen. Was vielleicht belastend war in diesem Jahr, was dich vor Herausforderungen gestellt hat. Vielleicht du hast manchmal gedacht, ich schaffe es nicht. All diesen Anspannungen, die sich vielleicht in deinem Körper schon manifestiert haben durch Verspannung, darfst du jetzt ausatmen und ganz einfach rausatmen und Ruhe einatmen. Du bereitest dich jetzt langsam auf eine Reise vor, auf die ich dich mitnehme. Dein Unterbewusstsein wird dir helfen, dabei dich zu entspannen. Spürst du, dass dein Körper sich bereit macht und langsam entspannt? Es ist angenehm für dich. Vielleicht spürst du noch etwas an deinem Körper, der sich noch nach Ruhe sehnt. Atme dort hinein. Und atme aus. Ach, es tut so gut, loszulassen. Spüre einfach dieses Loslassen. Du hast jetzt Zeit, mit dir selbst zu sein, etwas Gutes für dich zu tun. Dein Atem wird immer ruhiger. Und er hilft dir, immer mehr sich zu entspannen. Alles, was an alter verbrauchter Energie ist, rauszublasen. Und einatmen und neue Energie einatmen. Du hast so viel in diesem Jahr getan. Und du darfst dich jetzt ausruhen. Jetzt stell dir vor, dass du dich im Freien befindest und es ist Nacht. Du schaust in den Himmel und du siehst die Sterne.
Das geht ganz einfach, indem du nur daran denkst. Auch wenn du den Himmel vielleicht nicht siehst. Siehst du, wie die Sterne funkeln und glitzern? Du brauchst es dir einfach nur vorzustellen, dein Unterbewusstsein hilft dir dabei. Stell dir vor, du stehst in einer Winterlandschaft. Du bist warm eingepackt. Alles ist mit Schnee bedeckt. Der Mond scheint, der Schnee glitzert, silbrig, und du siehst die Sterne, wie sie funkeln. Du nimmst einen tiefen Atemzug. Vielleicht kannst du auch deinen Atem sehen, wenn du ausatmest. Es ist eine kalte Luft, die du einatmest. Sie ist erfrischend. Sie gibt dir neue Energie. Sie belebt dich. Sieh in den Himmel und sieh die Sterne. Du schaust dich um und du siehst vor dir eine kleine Tannenschonung. Und du gehst darauf zu und gehst in die Schonung hinein. Du schaust in den Himmel und siehst einen großen Stern, der viel schöner und größer ist als alle anderen Sterne am Himmel. Und du siehst, wie dieser Stern langsam vom Himmel herab auf dich hinunterschwebt. Er schwebt auf die Schonung zu und erleuchtet die Schonung ganz hell. Und du siehst in der Mitte einen Baum, ein ganz großer Weihnachtsbaum. Und dieser Weihnachtsbaum wird jetzt ganz hell erleuchtet von diesem Stern. Und du siehst, dass der Stern langsam zur Spitze des Baumes schwebt und dort stehen bleibt. Das ist ein wundervoller Anblick, diesen Baum zu sehen, wie der Baum angestrahlt wird. Und wie von Zauberhand siehst du, wie der Baum mit ganz kleinen, funkelnden Sternen übersät wird. Und er wird geschmückt mit Kugeln aus Glas, mit Lametta. Der Baum wird so wundervoll geschmückt. Und er strahlt und funkelt in einem wunderschönen Licht. Es berührt dich irgendwie, wie du siehst, wie dieser Baum dort steht. Vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit, als du das erste Mal bewusst einen Weihnachtsbaum sahst. Was war das für ein Gefühl? So ein Gefühl löst dieser Baum in dir aus. Es ist ein wundervolles Gefühl in deinem Herz. Und jetzt siehst du von diesem Baum, dass sich auf der Spitze ein Wesen löst, was auf dich hinunterschwebt, was aus diesem Stern zu kommen scheint. Und dieses Wesen ist aus Licht und es schwebt langsam hinunter zu dir. Und dieses Wesen sieht so wunderschön aus
und es spricht zu dir und sagt: Ich bin der Engel der Weihnacht und ich möchte dir ein Geschenk machen. Und du siehst, dass plötzlich unter dem Weihnachtsbaum lauter kleine Geschenke aufgetaucht sind. Und dieser Weihnachtsengel gibt dir ein Geschenk. Er strahlt eine unwahrscheinliche Präsenz aus und es berührt dich in deinem Herzen. Und du nimmst dieses Geschenk entgegen. Und dieses Geschenk ist für dich, spricht der Engel. Es ist etwas dort drinne in diesem Geschenk, was dir Kraft gibt und Stärke gibt. Und du öffnest die Schachtel und schaust hinein und findest dort etwas vor, was dich zutiefst berührt in deinem Herzen. Es kann ein Symbol sein oder etwas, was du schon lange verloren geglaubt hast. Oder etwas, was aus deiner Kindheit ist, was dich an etwas erinnern soll. Nimm dieses Geschenk in deine Hand und spüre, welche wundervolle Energie es ausstrahlt und dich so tief berührt in deinem Herzen. Es berührt dich zutiefst in deinem Herzen, dieses Geschenk. Du hast jetzt die Möglichkeit, dieses Geschenk mit in deine Welt zu nehmen. Und du kannst es, wenn du möchtest, in deinem Herzen aufbewahren. Dieses Geschenk soll dich daran erinnern, wenn es dir mal schlecht gehen sollte, dass es dir Kraft gibt. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht, soll es dich daran erinnern, dass du ein ganz besonderer Mensch bist, der seine Aufgabe hier auf der Welt hat und der gebraucht wird. Es gibt dir Stärke, Mut und Kraft und die Liebe, die du brauchst, wenn du das Gefühl hast, mal nicht geliebt zu werden. Es tröstet dich und gibt dir Halt. Langsam verabschiedet sich der Engel der Weihnacht von dir und er schwebt zurück nach oben in den Stern und verbindet sich wieder mit dem Stern. Halte dieses warme Gefühl, was dieses Geschenk in dir ausgelöst hat, in deinem Herzen. Und langsam siehst du, wie der Baum verschwindet und der Stern wieder zurück in den Himmel hochschwebt. Du hast jetzt ein Geschenk bekommen, das dir hilft, durch schwere Zeiten zu gehen. Spürst du es? Es ist ein warmes Gefühl. Es ist vielleicht ein leises Gefühl, aber ein warmes Gefühl. Und daran sollst du dich erinnern, wenn es dir mal nicht gut geht. Und du machst dich jetzt wieder zurück in deine Welt. Und du kommst jetzt langsam wieder zurück in den Raum, in dem du dich jetzt befindest. Du bist reich beschenkt worden. Nimm
einen tiefen Atemzug und werde langsam wieder wacher. Und dein Körper fühlt sich vital und belebt, wie nach einem wundervollen, erholsamen Schlaf. Ach, tut das gut. Und du hast dir jetzt die Zeit genommen, Energie zu tanken. Und wenn dir danach ist, nach deiner Zeit, öffne deine Augen und du bist wieder vollkommen im Hier und Jetzt.